Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen geheißen. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Ronald für das Ministerium, das verkürze ich jetzt mal sehr, Bauen und Umwelt, und für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, den Vorstandsvorsitzenden Dr. Jürgen Geb, seien Sie auch herzlich willkommen geheißen. Ein besonderer Gruß gibt es gleich, aber ich will die Spannung ja noch ein bisschen auf den Höhepunkt treiben. Wir sind zusammengekommen, um Sie alle und die Öffentlichkeit zu unterrichten, was denn nun herausgekommen ist aus einem Wettbewerb, der ausgeschrieben wurde zu einer neuen baulichen Anlage hier des Bundesrates. Dieser Wettbewerb, der mit höchster fachlicher Expertise ins Werk gesetzt wurde, hatte in der ersten Runde 86 teilnehmende Architekturbüros. Dann gab es eine zweite Runde, haben immer noch 26 teilgenommen. Also, wir freuen uns über das Interesse, das diese Aufgabe gefunden hat. Und wir freuen uns, dass die Jury ein Büro ausgeguckt, ausgelobt bzw. mit großer Überzeugung ausgewählt hat, nämlich Max Dudler, sein Architekturbüro hier aus Berlin. Gebürtiger Schweizer und wie er mir gerade eben gesagt hat, auch zum Beispiel bei mir zu Hause schon wiederholt besonders hervorgetreten. Sie sind der Gewinner des Wettbewerbs und deshalb begrüße ich Sie und beglückwünsche Sie und freuen uns, dass Sie heute da sein können. Seien Sie herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, warum ein neuer Bau? Das ist relativ einfach. Der Bundesrat nutzt seit vielen Jahren den berühmten Roberter Flügel des Bundesfinanzministeriums. Das Bundesfinanzministerium begehrt Räumlichkeiten. Und das akzeptieren wir natürlich. Und wenn das bisher von uns genutzte Gebäude nicht mehr zur Verfügung steht, dann müssen wir uns sozusagen einen Ersatz besorgen, aber auch gleichzeitig ein bisschen erweitern. Deshalb eine neue Bauaufgabe, die drei Dinge zusammenbringt. Wir, das heißt der Bundesrat, bekommt ein modernes, weiteres Gebäude, einen Flügel, das kann man da sehen. Das ist sozusagen die optische Fertigstellung. Wir sind ja nur Nutzer, diejenigen, die die Verantwortlichen sind, die das von Seiten des Bundes betreuen, ist das Bundesministerium für Bauen, Umwelt und die nachgeordneten Behörden, bei denen wir uns herzlich bedanken und wünschen uns natürlich sehr, dass unsere Nutzerwünsche jeden Morgen nochmal durchgelesen werden. Und das Wichtigste, Herr Staatssekretär, ist, dass Sie dafür sorgen, dass die alle erfüllt werden. Das ist ganz klar, damit alle glücklich sind. Und die BIMA, auch die sind beteiligt. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie dann der Bauherr. Der Bauherr hat das Gleiche. Nichts ist schöner, als den Nutzer glücklich zu machen. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass die BIMA ein großes Ziel hat, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesrates, all die, die hier arbeiten, die von Amt wegen hier tätig sind, dass jeden Morgen, lieber Dr. Geb, nachfragen, ob es uns gut geht. Und damit das so ist, wünsche ich mir sehr, dass wir auch bald anfangen. Das ist aber sozusagen mehr als diese beiden Dinge, dass das Bundesfinanzministerium die Räumlichkeiten bekommt, dass wir sie bekommen, dass wir zum Beispiel auch eine bessere Möglichkeit haben, unsere Besucherinnen und Besucher zu betreuen, ganz nebenbei und im Übrigen zum Mitschreiben, nicht ganz uninteressant, in den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Bundesrat schlicht und ergreifend und ja, fast verdreifacht, wenn ich das richtig sehe. Und 70.000, das ist schon was. Und wir wünschen uns natürlich noch mehr Menschen, die uns besuchen. Dazu brauchen wir dann aber auch ein angemessenes Drumherum, ein Besucherzentrum. Und das Dritte ist, wir schließen in der Mitte Berlins eine Baulücke. Und insofern ist es auch städtebaulich durchaus eine Sache, die angezeigt ist. Und so wird aus diesem zunächst einmal sehr schlichten Aufgabenfeld, dass wir irgendwo auch Räumlichkeiten brauchen, ein dreifacher Nutzen. Und dieser dreifache Nutzen, der wird umgesetzt in einer hervorragenden architektonischen Lösung. Aus meiner Sicht sehr gelungen und ich hoffe sehr, dass es auch
dann am Ende so gut umgesetzt werden kann. Wenn ich recht unterrichtet bin, soll 2017 begonnen werden. Wir wollen hoffen, dass es dann zügig geht. Der Bund hat 70 Millionen, glaube ich, dafür im Haushalt eingestellt oder in seiner Planung. Wir werden ganz sicherlich oft noch gefragt werden, ob denn dieser Preis gehalten werden kann. Das ist dann nicht Sache des Nutzers, sondern das ist Sache des Bauherrn oder der zuständigen Behörde. Seien Sie versichert, alles, was nicht klappt, werden wir sagen, wir sind wirklich auch entsetzt und können, also Unverständnis jedenfalls, und geben alle Anfragen dann an die weiter, die formal zuständig sind. Das ist der beste Weg, damit es nichts wird. Und deshalb will ich Ihnen zusagen, wir werden das in guter Kooperation machen, denn nur diese Kooperation bildet die Grundlage für den gemeinsamen Erfolg. Das, meine Damen und Herren, wollten wir Ihnen mitteilen. Ich bedanke mich, dass Sie so zahlreich Interesse an diesem für uns, den Bundesrat, doch sehr bedeutenden und an historischer Stelle auch, wie wir finden, wichtigen Schritt gefunden und gezeigt haben. Und dem ich Sie noch einmal herzlich willkommen heiße und Ihnen sage, nach mir wird der Staatssekretär Brunold sprechen, dann Dr. Geb, dann stehen wir auch für Fragen zur Verfügung und ich denke, der Architekt wird uns dann auch erläutern, sein Werk. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vizepräsident Bouffier, lieber Dr. Geb, sehr geehrter Finn Christas vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, die wesentlich mitgeholfen haben, auch diesen Wettbewerb durchzuführen. Sehr geehrte Damen und Herren der Presse, von meiner Seite her auch einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an den Preisträger. Wer heute in der Früh ins Fernsehen geschaut hat, hat festgestellt, dass die virtuelle Welt die Menschen bewegt hat, nämlich wer das erste iPhone kauft, das neue. Und ich glaube, Demokratie lebt auch davon, dass es nicht nur virtuelle Räume gibt, sondern Demokratie lebt auch von Erfahrbarkeit in echten, ganz handfesten, materiellen Räumen. Und mit diesem Erweiterungsbau des Bundesrates, mit diesem Besucherzentrum, das darin auch geschaffen wird, schaffen wir Erlebnisräume, um die Demokratie, die für viele oft zu abstrakt ist, auch erfahrbar zu machen. Und das Ganze bekommt damit nicht nur ein Gesicht nach innen, sondern, wie Sie zu Recht angesprochen haben, auch eine städtebauliche Dimension, die für diese wunderschöne Bundeshauptstadt von ganz, ganz entscheidender Bedeutung ist, dass wir auch hier Baulücken schließen und das städtebaulich vernünftig fortentwickeln. Sie haben es angesprochen, über 80 Beiträge, 26 weitere Arbeiten waren in der engeren Auswahl. Bis heute Nacht hat der Prozess gedauert und dem einen oder anderen, den hier sitzt, der sonst noch munterer ausschaut als sonst, sieht man es auch noch an, dass bis in der letzten Minute gerungen worden ist. Und für uns war wichtig, dass wir hier eine hohe Qualität der eingereichten Arbeiten haben, dass sich wieder einmal zeigt, dass der Wettbewerb, auch der Architekturwettbewerb, ein Wettbewerb von Ideen und Konzepten ist und dass es damit gelingen kann, zum Schluss etwas wirklich Gutes voranzubringen, dass es der Transparenz dient, der Offenheit und auch der Verbesserung der Ideen, die insgesamt da im Raum sind, um so etwas zu realisieren. Wir freuen uns, dass es gelingt, immer mehr solcher Wettbewerbe durchzusetzen und dabei auch ganz wichtige andere Dinge mit in den Blick zu nehmen. Den Ressourcenverbrauch, den Lebenszyklus, die Bedeutung von nachhaltigem Bauen ist auch in diesem Wettbewerb zum Beispiel ganz, ganz groß geschrieben worden. Und Sie haben die Kostensituation angesprochen. Es ist üblich, dass wir zu einem Planungsstand auch bei einem Wettbewerb einen Kostendeckel haben. Aber wenn ich Ihren Worten folgen darf, gibt es dann immer noch Nutzerwünsche und Änderungen und andere Dinge nach diesem Planungswettbewerb. Und wenn man diesen Kostendeckel einhalten will, dann müssen diese Nutzerwünsche sehr gering ausfallen. Und wenn sie größer ausfallen, dann müssen wir
nochmal darüber reden, wie man das insgesamt hinkriegt. Aber ich glaube, es kann zu Recht die Öffentlichkeit erwarten, dass wir nach diesem Wettbewerb und nach den ganzen Vorstellungen, die in diesem Zuge aufgetreten sind, eine Kostenschätzung abgeben können, die dann auch wirklich auf Dauer trägt. Das wird erwartet und es darf nicht so sein, dass die öffentliche Hand immer so wirkt, als wäre sie nicht in der Lage, das auch einzuhalten. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass wir insgesamt hier dann ein Gebäude der Bevölkerung übergeben können, das auch Demokratie und den Föderalismus, der ganz wichtig ist für unsere Demokratie, den Menschen näher bringt. Lieber Herr Dr. Geb, wir haben in unserer gemeinsamen parlamentarischen Zeit einmal 2 Jahre damit verbracht, 90 Aktenordner durchzulesen in einem Untersuchungsausschuss und fast ebenso viele Sachverständige zu hören. Das produktive Ergebnis dieses Untersuchungsausschusses war also fast niemandem mehr heute im Gedächtnis. Umso schöner ist es, dass wir heute an etwas arbeiten, gemeinsam, was der Nachwelt wirklich erhalten bleibt, nämlich diesem Erweiterungsbau des Besucherzentrums, des Bundesrates und vor allem einem wunderschönen modernen Gebäude, das auch eine tolle städtebauliche Entwicklung hat. Und ich bin mir bei einem ganz sicher, es wird in viel bleibender Erinnerung bleiben als der sogenannte Lügenuntersuchungsausschuss, der uns 2 Jahre unseres parlamentarischen Lebens gekostet hat. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, ob ich der Letzte in dem Staffellauf bin. Ich will mal mit einem ganz atypischen Glückwunsch anfangen, Herr Max Dudler, nämlich mit einem kleinen Gedicht von Christian Morgenstern, der Lattenzaun. Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und riss den Zwischenzaun heraus und baute draus ein großes Haus. Der Zaun indessen stand ganz dumm, mit Latten, ohne was drumherum. Ein Anblick, grässlich und geheim, drum zog ihn der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh nach Afri od Americo. Meine Damen und Herren, eine kleine Ouvertüre anderer Art. Unser Architekt ist nicht entflohen. Der Senat zieht hier auch manchmal Zäune ein. Und das ist unser Glückwunsch. Und wenn ich sage, wir gratulieren, Herr Ministerpräsident Bouffier hat uns eben schon sozusagen etwas rudimentär dargestellt. Die BIMA ist Eigentümerin A des zu bebauenden Grundstückes. Wir sind Ausloberin dieses Preises heute, dieses Wettbewerbs. Wir werden auf jeden Fall Vermieterin auch sein für den Nutzer, ungeachtet, ob der Bau in Form eines Eigenbaus oder unter dem Regime eines ÖPP-Verfahrens steht. Ich weiß, dass der Köder dem Fisch und nicht dem Angler schmecken muss. Ich habe auch schon gleich wieder gesehen, dass man für die BIMA, die ja gelegentlich bei dem Kreuzworträtsel Trottel mit 4 Buchstaben BIMA, an uns kann man immer alles abladen, nicht wahr, habe ich schon gemerkt. Aber ihr habt es ja gesagt, lieber Volker Bouffier, wir wollen das ja zusammen machen. Aber der Fluch der ersten Zahl ist hier genannt worden. Die 70 Millionen ist tatsächlich erstmal so eine Zahl, die die erste Einschätzung gibt, ohne alle Nachträge, ohne alles Mögliche. Ich will nicht jetzt schon sozusagen das Hintertürchen aufmachen, aber das ist ein Hauptproblem bei der ganzen Ausschreiberei, die wir haben, dass am Anfang mit ganz knapper Kante gerechnet wird und am Ende rennen einem die Kosten weg und die Politik sind dann die Dummen. Was ist das Besondere an diesem Verfahren? Ich habe eben gesagt, dass wir auch dann Vermieter sein werden. Eigentlich, lieber Volker Bouffier und Herr Bronhold, ist ja der Bundesrat neben einigen anderen obersten Verfassungsorganen wie Bundesverfassungsgericht, Bundestag, eigentlich von dieser gesetzlichen Pflicht, sich dem Regime des einheitlichen Liegenschaftsmanagements zu unterwerfen, dispensiert. Der Bundesrat hat es freiwillig gemacht, ein gutes Zeichen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht von ungefähr kommt. Das ist natürlich auch ein Appell an uns, da dürfen wir nicht nur die Backen aufblasen, wir müssen dann auch ordentlich singen. Sie haben es gesagt, Herr Bouffier, 2017 ist geplant. Ich sage mal so, wenn wir zum Spatenstich alle in derselben Funktion wieder hier sind und vielleicht 30 Monate später, das wäre 2019, auch noch zum Richtfest, dann ist die Welt in Ordnung, aber das ist Musik von morgen. Heute gilt es, den Gewinner zu feiern. Damit höre ich auf. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.
Das war live, ne? Also, dieser letzte Wunsch wird von einigen als Hoffnung und von anderen als Bedrohung empfunden. Also müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Richtig ist schon, wir sollten gelegentlich schon deutlich machen, dass man nicht an Zahlen festhält, die sozusagen Planzahlen sind. Wir sind im Plan, das ist keine Ermächtigung, nachher einfach das Geld oben drauf zu schmeißen, aber alles, was über Jahre sich entwickelt, sollte man mit Zurückhaltung sehen, wo wir dann landen. Trotzdem, es ist nicht unser Privatgeld, was wir ausgeben, das dürfen wir nie ganz vergessen, sondern das sind Steuergroschen. Und deshalb machen wir das auch nicht, um uns zu berühmen, um uns Paläste und Schlösser zu bauen, sondern es soll ordentlich sein, es soll, wie gesagt, für die Bürger sein und wir als Dienstleister. Und so viel muss schon sein. Ja, der Bundesrat ist weder dem Bundestag untergeordnet und auch nicht dem Haushaltsausschuss des Bundestages. Und wenn die Bundesregierung ein Management, ein Grundstücksmanagement macht, dann sehen wir das mit Interesse. Aber wir entscheiden, ob wir uns dem anschließen oder nicht. Der Umstand, dass wir so entschieden haben, mögen Sie als Auszeichnung der Arbeit verstehen. Das ist die richtige Rampe dafür, dass der Vermieter, und jetzt will ich mich nicht wiederholen, den Mieter immer ordentlich behandelt. Meine Damen, meine Herren, Herr Fink-Rösters wird jetzt als Repräsentant des Bundesamtes für Raumordnung und Bauwesen und Raumordnung. Ich bitte Sie um Nachsicht. Ich habe irgendwann aufgehört, mir das zu merken, weil über die vielen Jahre wird es immer mal ein bisschen anders formuliert, aber es ist eigentlich immer das Gleiche. Sie sind zuständig dafür, dass das, was der Architekt geplant hat, was wir in unterschiedlicher Weise am Ende politisch verantworten, auch praktisch klappt. Deshalb haben Sie das Wort und dann wird Herr Architekt Max Dodler uns ein wenig berichten, wie er die Aufgabe angegangen hat und warum er die Lösung so uns vorstellt. Lieber Herr Christus, Sie haben das Wort. Ja, ganz kurz erstmal hier von hier aus zwei Worte, bevor ich ans Modell trete. Herzlichen Dank, Herr Bundesratsvizepräsident, für die Gelegenheit, hier kurz das Projekt zu erläutern und aus dem Gremium zu berichten. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Bonhold, sehr geehrter Herr Dr. Geb. Wir haben gestern sehr lange gerungen. Ja auch schon erwähnt worden. Ich stehe hier sozusagen als einer derjenigen, der da dabei waren. Frau Dr. Rettler, Herr Dr. Wisser, Herr Erfen, auch im Raum, Herr Hoffmann, das sind diejenigen mit den tiefen Augenringen heute, meine Wenigkeit auch ein klein wenig. Aber wir haben hart gerungen, aber ich glaube, wir haben auch eine hervorragende Lösung gefunden. Und unter der Regie der Frau Professor Becker, die Leitung des Gremiums hatte, haben wir aus den 26 Arbeiten einen Preisträger ermittelt und die Jury hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, den ausgewählten Entwurf mit Max Dudler Architekten zu realisieren. Warum hat sie das getan? Zu der Aufgabe ist schon einiges gesagt worden, aber vielleicht einfach noch mal kurz zu den Schwierigkeiten, die in dieser Aufgabe stecken. Es sieht ja erstmal so banal aus, an so einer Straße ein Haus zu bauen, aber was ist der angemessene Ausdruck für eine Erweiterung des Bundesrats? Da stellte sich vor allem auch die Frage der Zugehörigkeit dieses neuen Gebäudes zu dem bestehenden Bundesratsgebäude. Wie verleiht man dem Ausdruck? Und auch, wie formuliert man in dieser speziellen Situation im Verlauf der Straße, da stehe ich dann doch mal darüber, geht das Mikro so nahtlos über, wunderbar. Ja, gut, okay. An dieser speziellen Situation in der Straße, die ja nun gerade eine Engstelle ist, wie formuliert man da einen Eingang, der wiederum im rechten Verhältnis steht zu dem eigentlichen Eingang und der eigentlichen Adresse des Bundesrats. Das hat uns sehr beschäftigt im Gremium, da gab es eine ganze Menge Vorschläge dazu und am Ende der überzeugendste war eben der von Max Dudler. Ich zitiere einfach mal aus dem Protokoll des Preisgerichts, das hier sagt, insbesondere in Bezug auf seine Haltung, seinen Gestus, die städtebauliche Verknüpfung und die Architektursprache stellte die Arbeit einen sehr kraftvollen Beitrag zur gestellten Aufgabe da. Ich will einfach noch auf ein, zwei Kleinigkeiten hinweisen, ohne jetzt den Entwurf komplett beschreiben zu wollen. Das eine ist eben auch die Thematik dieser Kolonnade, die hier ja besteht an dem Eckgebäude
und aus der heraus in irgendeiner Form dieser Eingang zu formulieren ist. Max Dudler hat hier einen Kniff gewählt. Er hat diese Kolonnade letztendlich umgelenkt, er wird es vielleicht nachher auch nochmal mit seinen Worten erläutern, und in die Tiefe des Gebäudes hineingezogen als Foyer für das neue Besucherzentrum. Er hat es in einer, wie das Gremium sehr stark gewürdigt hat, in einer sehr subtilen Art getan, indem er nämlich auch die Struktur dann wirklich in die Tiefe gezogen hat, sowohl auf der vorderen Ebene als auch auf der hinteren Ebene. Darüber hinaus hat er mit einer sehr kraftvollen Fassade, aber die auch dann sehr sauber an die Fassaden des Bundesrats anschließt, den Zusammenhang hergestellt, aber auch mit der dann doch wieder gegebenen Offenheit signalisiert, dass es sich hier um ein besonderes, um ein öffentliches Gebäude handelt. So viel vielleicht nur mal vorab von mir zu dem gewählten Entwurf. Ich will nicht ganz unerwähnt lassen, dass wir auch weitere Preisträger haben. Sie sehen da hinten Tafeln zu den weiteren ausgewählten Projekten. Der zweite Preis ging an das Büro Lankes-Köngetter, hier auch anwesend. Und der dritte Preis ging an das Büro KSV Krüger-Schubert-Van der Reike. Drei Anerkennungen gingen an einmal Hermann und Bosch Architekten, dann GMP, International GmbH, und zum dritten an Bär, Stadelmann, Stöcker Architekten. So viel von meiner Seite. Herzlichen Dank. Ja. Es freut mich eigentlich sehr, natürlich immer als Architekt, wenn man den ersten Preis macht. Ich muss auch die Kollegen würdigen, dass die auch, wir haben auch wunderbare Arbeiten gemacht, das sieht man da hinten. Und ich denke mir, ich kann Sie beruhigen, wir haben in den letzten paar Jahren, Herr Ministerpräsident, auch andere Politiker hier in dem Raum, in den letzten 4-5 Jahren haben wir sicher 4-5 öffentliche Bauten erstellt. Das haben wir Hambacher Schloss auch mit Besucherzentrum umgebaut. Wir haben die große Humboldt-Universitätsbibliothek gebaut, ungefähr im gleichen Bauvolumen mit 70-80 Millionen, eingehalten, zeitlich wie auch vom Preis. Und alle anderen Bauten in Essen haben wir für die Volkwang-Hochschule auch eine Bibliothek gebaut, auch eingehalten. Also das kann Sie beruhigen, wenn Sie einmal wissen, was Sie wollen vom dann halten wir die Kosten, das wollte ich nur sagen, dass das alles einmal abgegessen ist. Und das andere ist, was ja hochinteressant ist an dem Grundstück, ist ja die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Also ich denke mir, das Interessante an der Architektur ist immer, dass 2000 Jahre Baugeschichte immer im Hintergrund liegt und wir müssen immer damit umgehen. Und da glaube ich, diese Transformation von der Geschichte in die moderne Zeit, in die heutige Zeit, ist eigentlich das Interessante. Und gerade in Berlin, wo es so viele Wunden gibt, dass man wirklich damit umgeht, dass man auch mit der Geschichte sich auseinandersetzt und mit den zukünftigen Funktionen zu einem wirklich interessanten Gebäude. Und in diesem Fall für den Bundesrat, für den Anbau und die Besucherzentrum ist ja beides, einerseits ein Bürohaus, wenn ich das sagen darf, andererseits ein Besucherzentrum, wo eine gewisse Öffentlichkeit hat. Und da sehen Sie eigentlich in dem Bild da oben, sehen Sie eigentlich sehr schön, wie es in die Tiefe reingeht, wie wir die Besucher aufnehmen, einladen, auch reinzugehen. Und das zum Beispiel ein anderes Besucherzentrum haben wir in Heidelberger Schloss gemacht, das ist ein ähnliches Thema, wie man eigentlich mit Besuchern umgeht, die in ein Haus reinkommen und da sich informieren wollen, da sich auch treffen. Und das, denke ich mir, das ist mit diesem Entwurf gelungen. Das sieht man eigentlich im Modell sehr schön. Dieses Patio, wo von oben belichtet ist, wo wirklich, wie es vorhin schon genannt worden ist, dass man die Arkade rumzieht und irgendwie einen öffentlichen Raum, natürlich mit einer Begrenzung, mit einer Sicherheitsbegrenzung, schafft. Aber das, denke ich mir, das ist eigentlich das Wichtigste an dem Entwurf, neben natürlich dieser Auseinandersetzung, was ich am Anfang gesagt habe, zwischen der historischen Auseinandersetzung bezogen auf die Fassade, eine Vermittlung zwischen der moderne Leipziger Platz, die moderne des Leipziger Platz und das historische, wunderbare Gebäude vom Bundesrat. So, das war es ganz kurz. Vielen Dank. Ich freue mich so auf die Arbeit.
Vielen Dank, Herr Dudler. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen stellen wollen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich kurz mit Namen und Medium nennen würden. Bestehen Fragen? Ja, bitteschön, hier vorne. Jürgens von der Berliner Morgenpost. Mich würde mal interessieren, dieser hintere Gebäudeteil, der ja auch deutlich gestalterisch abgesetzt ist, der soll ja vermietet werden, zunächst einmal. An wen denn eigentlich? Möchten Sie das beantworten, Herr Geb? Ich habe das ja eben versucht zu erklären, dass wir auch schon für die Zukunft, wird ja sicherlich Raumbedarf sein für Bundesbedienstete, der wächst allenthalben. Und das haben wir auch bei dem BMBF gemacht, also an dem Kapelleufer, dass da auch nicht nur Ministeriumsbedienstete reinkommen, sondern auch andere Behörden und Verwaltungen. Ich denke, das ist eher weitsichtig als engstirnig und das ist das Regie, was uns auch prägt. Nein, also wir haben jetzt noch niemanden. Es ist ja auch, heute ist ja gerade erst mal die Prämierung des Preises. Die Mieter stehen noch nicht da. Danke. Bestehen weitere Fragen? Möglicherweise spricht der Entwurf für sich. Also ich stelle fest, dass es keine weiteren Fragen gibt. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir am Ende des Saals Pressemeldungen ausgelegt haben. Und das ist eine gemeinsame Pressemeldung aller vier hier beteiligten Organisationen. Vielen Dank. Applaus